Willkommen zu einem weiteren Teil der Erklärung zu den Gildengefechten. Ich hatte ja angefangen, in meinem ersten Teil über die Gildengefechte zu sprechen. Und ja, mir ist jetzt im Nachhinein aufgefallen, dass ich so ein paar Sachen noch erwähnen könnte, die vielleicht nicht ganz gut erklärt waren. Beziehungsweise unvollständig. Ich will eingehen heute auf den Zeitalterwechsel oder den Gildenwechsel. Nochmal das Beteiligen an jedem Tag betonen. Die Angriffsboni mal erklären, die man ja braucht in den Gildengefechten. Dann erklären, wie man die steigern kann, die Angriffsboni. Und auf das Thema Gildengüter auch eingehen. Und auf das Problem, dass man Sektoren zu früh einnimmt. Und auch eine kleine Hilfestellung geben über das Add-on FOE-Helfer. FOE-Helper heißt es. Fangen wir an mit dem Zeitalterwechsel. Es war früher so, bevor es die Gildengefechte gab, dass der ideale Zeitpunkt, das Zeitalter zu wechseln, am Dienstag nach Start der Gildenexpedition war. Und zwar aus dem Grund, dass nach dem Wechsel des Zeitalters, nachdem die Gildenexpedition schon begonnen hat, die gegnerischen Einheiten, die man bekämpfen musste, beziehungsweise die Güter, die man einsetzen musste, aus den Zeitaltern davor stammten. Also aus dem, bevor man das Zeitalter gewechselt hat. Das ist auch weiterhin so für die Gildenexpedition, aber das gilt jetzt auch für die Gildengefechte. Also ist es ratsam, am Donnerstag, die nächsten Gildengefechte starten bei uns in 10 Stunden. Wir sind jetzt ja Mittwochabend. Und am Donnerstag nach 8 Uhr das Zeitalter zu wechseln, weil man dann nämlich für die komplette Saison der Gildengefechte noch gegen Einheiten des Zeitalters davor kämpft. Und dann hat man eben ja 2 Wochen Zeit, um sich einen guten Stamm an Einheiten aufzubauen, um eben dann bei der nächsten Saison schon was parat zu haben, mit dem man kämpfen kann. Genau. Außerdem läuft ja die Gildenexpedition noch, also ihr könntet quasi auch in der Gildenexpedition noch davon profitieren, dass ihr jetzt erst jetzt den Zeitalterwechsel macht und rein theoretisch kann man die Gildenexpedition auch erst dann nach dem Zeitalterwechsel am Donnerstag starten. Zumindest wenn man jetzt vielleicht als Gilde gesichert hat, dass man trotzdem Rang 1 schafft. Genau. Ganz ähnliches gilt eben auch für den Gildenwechsel. Denn wenn ihr teilnehmen wollt an der Gildenexpedition bzw. den Gildengefechten, ist es halt ratsam, vor Donnerstag morgens um 8 Uhr zu wechseln, falls ihr einen Gildenwechsel vorhabt, damit ihr einerseits noch die die aktuellen laufenden Gildengefechte und Gildenexpeditionen zu Ende spielen könnt und eben auch am Ende die Belohnung bekommt und andererseits nach dem Gildenwechsel in eurer neuen Gilde direkt damit einsteigen könnt und dort Spaß haben könnt. Da die Gildengefechte ja nur alle 2 Wochen Saison haben, ist eben auch alle 2 Wochen der Donnerstag gemeint. Und nicht jede Woche Donnerstag, sondern nur immer in der Woche, wo die Gildengefechte wieder neu starten. Ja. Nochmal würde ich gerne erwähnen, dass es absolut sinnvoll ist, jeden Tag die Gildengefechte zu spielen. Es kann natürlich durchaus mal sein, dass ihr
ja, dass ihr keine Zeit habt an einem Tag und deswegen die Gildenkrieg nicht spielen könnt. Das ist dann irgendwie Pech, ne? Aber durch die extrem geringe Zermürbung am Anfang, eben von null, lohnt es sich einfach, die ersten Kämpfe zu machen und quasi für also verlustfrei die Belohnung abzukassieren, die es ja am Anfang immer gibt. Und je länger ihr kämpft, desto schwerer wird's. Das habt ihr ja sicherlich alle schon bemerkt. Und immer wieder frisch am Anfang des Tages. Es ist erstmal richtig einfach. Ja, wenn man es nun sich leichter machen möchte, dann kommt das Thema Angriffsboni ins Spiel. Es gibt wesentlich für die Gildengefechte ist nur dieser Punkt, angreifende Einheiten. Der Punkt Stadtverteidigung ist total egal für die Gildengefechte. Das heißt, ihr habt die Werte für die angreifenden Armeen und die Werte für die verteidigenden Armeen aus der angreifenden Einheiten. Die sind wesentlich für die Gildengefechte. Und wenn ihr hier gute Ergebnisse erzielen wollt und weniger Verluste haben wollt, dann müsst ihr dafür sorgen, dass diese beiden Werte hochgehen. Diese beiden Werte hier sind, wie gesagt, irrelevant für alle Angriffe, die ihr macht. Sie dienen nur dazu, eure Einheiten, wenn sie die Stadt verteidigen, zu pushen. Sodass eben eure Einheiten, wenn ihr angegriffen werdet von einem Nachbarn, mehr abkönnen und härter austeilen können. Das Äquivalent dazu, wie gesagt, dieses. Und wie man es erhöhen kann, sind eben vor allem die Stadtgebäude. Die wichtigsten Gebäude dafür sind die legendären Gebäude. Und zwar diese vier. Der Zeus, das Castle del Monte, der Aachener Dom und die Terrakotta-Armee, weil diese gleichermaßen die Angriffskraft und die Verteidigung eurer angreifenden Armeen stärken. Die ersten drei, sind bis 10, steigern die um 3% und die Terrakotta-Armee um 2%. Von daher sind die ersten drei sogar noch ein bisschen besser als die Terrakotta-Armee sozusagen. Aber irgendwann, wenn man die relativ weit ausgebaut hat, wie ich das ja habe, lohnt es sich dann eben auch, die Terrakotta-Armee auszubauen. Und dort eben noch mehr Kampfboni einzustecken. Außerdem sind sehr viele Stadtgebäude hilfreich, die vor allem in Events zu bekommen waren. Ich überlege. Ja, es gibt auch Gebäude, die nicht in Events zu bekommen sind, und zwar die Kasernen. Die haben auch Angriffs- und Verteidigungsboni. Naja, nee, eigentlich haben sie nur Angriffsboni, weil die Verteidigungsboni, die gelten eben wieder für die Stadtverteidigung und nicht für die angreifenden Armeen, die auf den Kasernen drauf sind. Aber ich habe jetzt zum Beispiel eigentlich gar keine Kasernen mehr zu stehen, die Angriffsboni haben aktuell. Ich habe nur noch Eventgebäude und es gibt einige, die sich da sehr lohnen. Es gibt diese kleineren Eventgebäude, die sich sehr lohnen, wie Schachmattplatz und Speaker's Corner. Da könnt ihr auch die Augen offen halten, ob die beim Antiquitätenhändler mal zu bekommen sind. Oder das Kirschgartenset. Oder hier das Königliche Marmortor oder die Botanische Rotunde. Genau, diese Sachen könnt ihr euch sogar vom Antiquitätenhändler hören oder aus den täglichen Quests. Also hier die tägliche Herausforderung. Und damit eure Verteidigungs- oder nee, eure Angriffswerte steigern für die angreifenden Armeen. Die Verteidigungswerte für die angreifenden Armeen sind ein bisschen schwieriger zu steigern. Aber die angreifenden Angriffswerte sind
sehr einfach zu steigern. Und zwar eben durch diese Gebäude oder durch sehr viele der neuen anderen Event-Hauptgebäude. Das beste Gebäude dazu war jetzt vor kurzem die verlassene Anstalt im Halloween-Event, die satte 23% auf die Angriffskraft der angreifenden Armee zuschlägt. Außerdem gibt es dann noch die Wikinger-Gebäude. Die sind auch extrem gut. Also der Yggdrasil ist enorm gut. Und das auf einer Grundfläche von nur 3x3 mit über 30% Angriffskraft. Aber auch die Runensteine, die es ja dort gibt, hier, die helfen dann auch sehr. Auf einer kleinen Fläche von nur 2x2, so wie ein Schrein des Wissens, liefert der große Runenstein oder der größere Runenstein auf Stufe 5 nochmal deutlich bessere Werte als ein Schrein des Wissens. So, kommen wir zum Verteidigungsteil. Der ist schwerer zu bekommen. Genauer gesagt ist er nur ab jetzt zu bekommen oder gerade ab jetzt zu bekommen, weil zwei Gebäude eingeführt wurden im aktuell laufenden Forgebowl-Event, die euch helfen, hier was zu machen. Einerseits ist es die Schildwacht, ein 1x1-Gebäude, was ihr quasi irgendwie in die Ecken quetschen könnt, um eure Lücken zu füllen. Das gibt 2% auf die Verteidigung der angreifenden Armeen. Und andererseits das Hauptgebäude, was enorme, ich glaube, fällt sich ein, 22% auf die Verteidigungskraft der angreifenden Armeen gibt. Dieser Wert dient dazu, dass eure Einheiten, wenn sie angreifen, von den gegnerischen Einheiten nicht zu hart verletzt werden. Und ich bin sehr gespannt, wie das morgen in den Guildengefechten sich auswirken wird bei mir. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar mehr Schildwachten stellen und heute auch noch mal versuchen, an mehr Upgrade-Kits für die Schildwachten zu kommen, weil heute aktuell die Schildwachten als Hauptpreis zur Verfügung stehen oder die Upgrade-Kits für die Schildwacht. Und dafür habe ich mir auch extra Be Diamanten besorgt, um da nochmal zuzuschlagen. Und werde versuchen, meine Verteidigungskraft der angreifenden Armeen noch zu weiter zu stärken. So, welche anderen Möglichkeiten gibt es denn noch, die Boni zu stärken? Ja, die anderen Boni nutzen euch nur für die Angriffskraft. Also für die Verteidigungskraft gibt es nur diese zwei Möglichkeiten: die Schildwachte mit ihren Upgrades-Kits und das neue Gebäude, der Olympische Tresor. Aber auch nur, wenn er voll ausgebaut ist. Auf der letzten Stufe. Genau, außerdem könnt ihr eure Angriffskraft noch weiter stärken, sodass ihr eure angreifenden Armeen einfach noch mehr Wumms haben, wenn sie schießen. Oder was auch immer sie machen, mit Schwertern schlagen, je nachdem, in welchem Zeitalter ihr seid. Und da gibt es noch diverse andere Möglichkeiten außer der Gebäude. Es gibt die Möglichkeit, in der Taverne den entsprechenden Angriffsboost zu zünden, um 10, 20 oder 30% die Angriffskraft zu erhöhen. Es gibt die Möglichkeit, Tränke einzusetzen. Und zwar Angriffstränke. Die erhöhen wiederum den Angriffswert. Die Verteidigungstränke, wohlgemerkt, erhöhen nicht die Verteidigungstränke der angreifenden Armeen, sondern nur der verteidigenden Armeen. Die Angriffstränke erhöhen nur die Angriffskraft der angreifenden Armeen. Und ihr bekommt diese Angriffstränke ja auch in den Gildengefechten. Von daher kann man die ruhig mal nutzen, um, wenn man dann am Abend oder wenn man gerade Zeit hat, in den Gildengefechten aktiv ist, dass man sich da so einen Trank reinhaut und dann für einige Stunden nochmal eine verbesserte Angriffskraft hat. Ich glaube, das war es soweit an Möglichkeiten der Steigerung der Angriffskraft. Falls euch noch was einfällt, schreibt es gerne in die Kommentare, sodass
andere dann auch davon profitieren können. Gut, kommen wir zum Thema Güter. Es ist ja so, wenn man Gebäude in Gildengefechten bauen möchte, dann kostet das Güter aus der Gildenkasse. Und die Güter aus der Gildenkasse, die können halt, ja, alle werden, wenn man fleißig Gebäude baut. Und dafür empfiehlt es sich als Gilde eben auch Güter einzunehmen. Und es gibt halt mehrere Möglichkeiten, Güter für die Gildenkasse einzunehmen. Und die effektivsten Möglichkeiten sind das Stellen von legendären Gebäuden. Beispielsweise die Arche. Es ist das allereffektivste Gebäude, was Gildengüter betrifft. Die Arche gibt täglich, bei mir jetzt hier in meinem Beispiel, 194 Güter von jedem Gut in die Gildenkasse. Allerdings nur aus meinem Zeitalter. Mein Zeitalter ist die ozeanische Zukunft. Und ich gebe zwar quasi jeden Tag 194 Güter aus der ozeanischen Zukunft in die Gildenkasse von jedem Gut, also sogar 5 mal 194, also fast 1000 Güter pro Tag. Ähnliches gilt für die anderen Gebäude, die Gildengüter produzieren. Das sind einerseits das Observatorium, was wir in der Gilde auch zu stehen haben. Das gibt aktuell nur 12 von jedem Gut, also mal 5, also insgesamt 60 auf Stufe 12 in die Gildenkasse. Aber ich bin jetzt auch gerade dabei, das hochzuziehen auf ja, bis zu 65, denke ich mal erstmal. Und dann gibt es eben auch 65. 65? Oh, glaube ich sogar mehr, weil es jetzt pro Stufe 2 gibt. Ich glaube, das ist auch nah an diesem Wert der Arche. Also ich glaube, es gibt 160 oder sowas Güter pro Gut aus dem Observatorium. Zudem ist das Observatorium auch sehr leicht hochzuleveln und es hat eine sehr kleine Grundfläche von nur 3x3. Also wenn man seiner Gilde was Gutes tun will, baut ein Ex-Observatorium und zieht es hoch. Also insbesondere in den Gildengefechten kann das sehr hilfreich sein und doppelt insbesondere, wenn ihr jetzt vielleicht noch nicht in der ozeanischen Zukunft seid oder ab der arktischen Zukunft aufwärts seid, weil ihr dann eben zusätzlich auch diese Güter in den im GVG nutzen könnt, falls eure Gilde auch im GVG aktiv ist. Was gibt's noch? Es gibt noch das Atomium. Heißt es so? Müssen wir mal schauen, wo es ist. Ich hoffe, ich habe es noch nicht überblättert. Da ist es. Und hier ist es auch so, dass es Güter für die Gildenkasse produziert. Ich glaube, es produziert etwas mehr Güter als das Observatorium auf gleicher Stufe und etwas weniger als die Arche. Aber das Atomium ist echt, echt groß mit 7x6. Könnte es jetzt hier hinbauen. Es ist wirklich ein sehr großes Gebäude und der zweite Effekt ist Zufriedenheit und das lohnt sich für mich absolut nicht, weil ich genug Zufriedenheit habe, um meine Einwohner zufriedenzustellen. Muss man sehen, lohnt sich sehr für die Gilde, lohnt sich nicht für einen selbst. Da ist das Observatorium mit einer kleinen Grundfläche von 3x3 eben das deutlich kleinere Übel. Zudem bringt das Observatorium auch noch einen zweiten Effekt mit sich, und zwar die Stärkung des Verteidigungspools. Des Verstärkungspools, das bringt der Gilde auch noch was im GVG, falls sie auch dort aktiv ist. Also ich kann nur empfehlen, Arche, Observatorium aufstellen und ausbauen. Hilft wahnsinnig viel für die Gildengefechte. Wichtig ist auch, Folgendes zu wissen, und zwar werden in den Gildengefechten nur Güter benötigt von Spielern, also von den Zeitaltern, in denen ihr Spieler habt. Also wenn man jetzt hier zum Beispiel mal bei uns in der Gilde guckt, ich bin in der ozeanischen Zukunft
Und ich bin halt einer derjenigen, weswegen wir Güter aus der ozeanischen Zukunft brauchen. Wenn ich jetzt hier ein bisschen rumgucke und jetzt hier einfach mal beim Newt draufklicke, Newt ist in der arktischen Zukunft und wegen ihm brauchen wir arktische Zukunftsgüter. Dann gehen wir weiter runter, schauen hier mal bei Beinebaumler. Beinebaumler ist in der Gegenwart und wegen ihm brauchen wir Gegenwartsgüter in den Gildengefechten. Und das Gute ist, dass man natürlich immer genau aus seinem Zeitalter Güter produziert in den legendären Gebäuden. Und wenn man jetzt in einem Zeitalter besonders wenig Güter hat, dann kann man im Grunde auch seiner Gilde helfen, indem man aufsteigt, zum Beispiel. Ist jetzt nicht der ideale Weg zur Hilfe, aber ja, nehmen wir an, man hat in der Eisenzeit sehr, sehr wenig Güter und du selbst bist in der Eisenzeit und hast nur eine ganz kleine Arche und ein kleines Observatorium, wenn überhaupt, vielleicht beides nicht. Und weil du in der Eisenzeit bist, braucht deine Gilde in den Gildengefechten Güter aus der Eisenzeit, um Gebäude aufzustellen. Die werden nämlich einfach ausgewürfelt, die Güter. Und zwar unter den Mitgliedern der Gilde. Also den Zeitaltern der Mitglieder der Gilde. Ich weiß nicht, ob das so leicht zu verstehen ist. Aber es ist so. Ich kann es gerne nochmal irgendwie ausführlich erklären, falls sich da irgendwie Fragen ergeben. Dann mache ich das gerne nochmal schriftlich. Also, in dem Fall nehmen wir an, du bist in der Eisenzeit und du weißt, okay, im frühen Mittelalter habt ihr aber unglaublich viele Güter. Könntest du deiner Gilde was Gutes tun, indem du aufsteigst von der Eisenzeit in das frühe Mittelalter? Und dadurch wird, wenn du das einzige Eisenzeitmitglied bist, werden keine Eisenzeitgüter mehr benötigt in den Gildengefechten mehr. Dafür werden stattdessen Güter aus dem frühen Mittelalter benötigt. Und davon sind ja, wie ich gerade meinte, in diesem hypothetischen Beispiel genügend da. Genau. So viel zum Güterthema, wo man die am effektivsten herbekommt. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten. Es gibt nämlich in den Gildengefechten ein Spezialgebäude zu gewinnen, und zwar die Ehrenstatue, die auch Gildengüter bringt. So, es ist hier ein leider verräterisches Symbol angezeigt, und zwar genau das gleiche wie an der Arche in klein. Dieses Gütersymbol mit dem Schild, so dass man sieht, okay, das sind Gildengüter. Allerdings produziert die Ehrenstatue nicht 50 von jedem Gut, was total klasse wäre, aber leider nicht der Fall ist, sondern nur 50 Gildengüter insgesamt. Das heißt, die Ehrenstatue ist schon mal deutlich weniger effektiv als die Arche und das Observatorium. Leider. Mein Observatorium produziert jetzt beispielsweise auf Stufe 12 60 Gildengüter und diese Ehrenstatue auf Stufe 5 produziert nur 50 Gildengüter. Weil man ja das hier mal 5 rechnen muss. Weil es ja von jedem Gut Gildengüter gibt. Und was hilft noch? Spenden. Spenden in die Gildenkasse, falls ihr Güter aus einem Zeitalter besonders viel vorrätig habt, könnt ihr diese in die Gildenkasse spenden und damit eure Gilde unterstützen. Aber die Güter kommen natürlich hier auch deutlich weniger rein, weil das sind jetzt zum Beispiel erstmal im Leuchtturm 38 Güter aus dem Zeitalter Morgen. Aber eben genau diese 38 Güter und auch nicht von jedem Gut, sondern nur 38. Deswegen ist es auch wieder deutlich weniger effizient als ja, Arche, Ops und Atomium. So viel zu Gildengütern. Ein ausführliches Thema. Dann kommen wir zum Thema Sektoren zu früh holen.
Ja, wir haben in der Gilde oft gemerkt, dass es immer und immer wieder vorkommt, dass wir G Sektoren in den Gildengefechten zu früh holen. Wir sagen zwar generell, dass Sektoren erst kurz vor der vollen Stunde erobert werden sollen, um möglicherweise 5 Abrechnungen diesen Sektor zu halten. Aber es passiert immer wieder, dass Sektoren geholt werden. Wie kann das vorkommen? Es kann mehrere Gründe geben. Einerseits, dass zu viele Kämpfer gleichzeitig an einem Sektor dran sind. Allerdings sieht man das auch, ja. Also, wenn die Anzeige, die Fortschrittsanzeige, kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, weil die Gildengefechte gerade noch nicht gestartet sind. Wenn die Fortschrittsanzeige hochgeht, wie verrückt, dann weiß man, okay, es sind gerade viele Guildies dran, diesen Sektor zu holen. Und dann sollte man sich eben auch ausbremsen ab, keine Ahnung, 100 von 160, von 130 oder 80 von 100 kämpfen oder siegen, ja. Sollte man dann auch sagen, okay, jetzt mache ich mal halblang und gucke mal, ob es jetzt, oder ich stoppe jetzt meine Angriffe und schaue, geht es bei den anderen weiter so oder nicht? Geht es weiter so schnell voran oder nicht? Und wenn viele so denken, dann drosselt sich gegen Ende der Fortschritt auch und die Gefahr sinkt, dass der Sektor geholt wird. Ein anderes sehr, sehr häufiges Beispiel, warum ein Sektor eingenommen wird, ist das Hängen der Anzeige. Das ist jetzt ein Softwareproblem von Forge of Empires. Und das betrifft sowohl die PC-Version als auch die Version am Handy oder am Tablet. Manchmal aktualisiert sich nämlich die Anzeige nicht, also die Fortschrittsanzeige, wie viele Siege, die Gilde schon gemacht hat. Um hier zu vermeiden, dass man aus Versehen den Sektor holt, sollte man immer darauf achten, insbesondere wenn sich so ein, naja, wenn sich viele gleichzeitig an einem Sektor betätigen, ob die Fortschrittsanzeige für einen selbst noch steigt. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Fortschritt von aktuell 110 Kämpfen hat und man macht einen weiteren Kampf, gewinnt und danach steht immer noch 110 in der Anzeige, dann weiß man, dass irgendwas nicht stimmt. Um das zu fixen, geht man einmal raus aus den Gildengefechten und wieder rein. Und dann aktualisiert sich auch die Anzeige und dann geht üblicherweise auch der Fortschritt wieder voran. Und darauf sollte man unbedingt achten, um zu vermeiden, dass man eine hängende Anzeige hat und dadurch versehentlich den Sektor holt. Genau. Das als Tipp. Und einen weiteren Tipp kann ich euch aktuell nicht zeigen. Ja, schade eigentlich. Hätte ich doch mal darauf warten sollen, dass die Gildengefechte wieder losgehen. Und zwar gibt es über den FOE-Helfer dieses Add-on hier auf der Seite. Das kann man sich installieren für Chrome und Firefox, glaube ich. Da gibt es diverse Tools und eins ist eben auch ein Tool für die Gildengefechte. Und zwar macht es einen Snapshot vom aktuellen Stand der gewonnenen Kämpfe eurer Mitglieder. Also, wie viele Siege sie errungen haben durch Kämpfe und wie viele Siege sie errungen haben durch Handel. Davon macht es einen Snapshot und man kriegt quasi ein Overlay. Wahrscheinlich werde ich das nochmal in einem weiteren Video zeigen. Ein Overlay über dem wirklichen Fortschritts von der, oder über der wirklichen Fortschrittsanzeige von Forge of Empires und kann darin sehen, wie viele Kämpfe die Gildenmitglieder in den letzten oder seit dem letzten Snapshot gemacht haben. Und das kann insbesondere dann ganz interessant sein, um herauszufinden, wer versehentlich einen Sektor gelevelt hat, einen Sektor erobert hat.
Ich will jetzt nicht dazu anhalten, Leute anzuschwärzen, die den Fehler machen, einen Sektor zu erobern, obwohl es eigentlich noch gar nicht sein sollte, sondern nochmal darüber nachzudenken, was ich im vorherigen Teil über das zu früh holen von Sektoren erwähnt habe und vielleicht einfach die Leute, die ihr im Verdacht habt, den Sektor geholt zu haben, anzuschreiben und denen das zu erklären. Oder vielleicht gerne auch auf mein Video hinzuweisen. Ja, das kann euch helfen, Leute zu erkennen, die den Sektor versehentlich geholt haben und denen wiederum zu erklären, was sie tun können, um zu vermeiden, den Sektor versehentlich zu holen. Ja, soweit so gut. Wir sind ab morgen in der Platinliga, gerade Platinliga, in der Diamantliga, gerade frisch aufgestiegen aus der Platinliga. Und ja, ich freue mich schon auf den Start. Es wird auf jeden Fall hart, weil unsere Gegner, mit denen hatten wir es schon öfter zu tun. Auch in der letzten Beispielrunde, glaube ich, in dem letzten Video. Ja, mal schauen, welchen Platz wir erringen. Auf jeden Fall wird es nicht so einfach wie, Anführungsstrichen, nicht so leicht wie dieses Mal. Es war auch nicht leicht hier. Wir haben jetzt auch nicht so viel mit so viel Abstand gewonnen. Es sind alles gute Gilden. Aber Platz 1 zu erringen wird sehr, sehr unwahrscheinlich. Ab morgen. Schauen wir mal. Wünscht uns viel Erfolg. Ich wünsche euch auch viel Erfolg und ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können und vielleicht mache ich auch bald noch ein weiteres Video, wo ich vielleicht dieses RVE-Helper Add-on mal live zeigen kann. Okay, gut, dann bis zum nächsten Mal vielleicht.